Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Ja, und Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit wieder herzlich willkommen zu Telonym. Ja, lange, lange ist es her, aber ich bin wieder am Start. Ja, Telonym ist back, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange. Wir starten direkt rein, beziehungsweise eine kleine Sache muss ich noch vorher ganz kurz machen. Da muss ich aber ganz kurz einmal den hier machen. Da muss ich nämlich kurz eine Sache für machen. Muss eine Sache ganz kurz einstellen, wo ich nicht unbedingt Bock habe, dass man das sieht. Deswegen ich das einmal ganz kurz einstellen. So, wait a minute. Abends gleich muss ich nur einmal eben schnell hier rein. Exportieren, importieren. Das ist das gleiche. So. Gut. So, haben wir alles. So. So, wir starten rein mit der ersten Frage. Lieber Sommer oder Winter? Eher Winter, bin ich ehrlich. Ich bin eher Team Winter. Aber ja, Sommer ist auch ganz okay. Ist halt nur warm und diese ganzen Mücken, Bruder. Gar kein Bock, Digga. Hast du Geschwister? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin tatsächlich Einzelkind, wo ich sehr froh drüber bin. Ich hätte keinen Bock, hier irgendwas mit irgendeinem kleinen Geschwisterchen zu teilen, auch wenn ich hier einen Bruder hätte. Aber man kann nicht alles im Leben haben, deswegen nein, danke. Passt so. Mein Leben ist perfekt so. Wurdest du schon mal operiert? Tatsächlich ja, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Aber so wie mir das erzählt wurde, war das ungefähr so kurz nach der Geburt. Irgendwie so in dem Zeitraum wurde ich so operiert. Irgendwie so wurde mir das erzählt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, jemanden zu daten, der nur ein Freund für dich ist? Wenn ja, was ist dabei rausbekommen? Nein, habe ich nicht. Da kann ich aber auch so direkt sagen, nein, habe ich nicht. Da brauche ich nicht mal wirklich was zu sagen. Aber gerade stumpf. Dein Lieblingsort zu Hause. Zu Hause. Wobei. Ja doch, eigentlich zu Hause. Aber wenn ich mit Karim unterwegs bin, Digga, dann Waterfront, Digga. Oha. Ich habe da nochmal Waterfront. Auch wenn das nicht wirklich passt, aber ja. Hoffe, du hast einen guten Tag. Ich weiß es actually noch nicht, dass, ob ich heute einen guten Tag habe, da der Tag so gesehen erst anfängt. Ja. Weil zu eurer Information, für mich ist es gerade 8.50 Uhr. Ja, und ihr seht dieses Video höchstwahrscheinlich am. Also, nevermind, ihr seht das heute. Ja. Ihr seht das heute, weil Freitag kommt nämlich ein neuer Song von Takumi Shogun raus. Und noch jemand, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Ich glaube Akaya war das. Ich glaube Akaya, Shogun und Takumi. Ich hau euch natürlich den Pre-Save-Link in die Videobeschreibung. Und ja, da wird es dann auch noch eine Reaction zu geben. Kommt dann auch Freitag direkt online auch. Und ja, mal schauen, ne? Hoffe, du hast einen guten Tag. Soweit. Ich schreibe mal soweit, ja. Aber ich weiß nicht, ob der Tag heute noch gut wird. Sag mal, was du zuletzt im Internet bestellt hast. Pff, was? Ey, jetzt muss ich überlegen, was war das letzte, was ich im Internet bestellt lassen habe? Weil ich darf ja noch nicht bestellen. Muss noch ein Jahr warten. Naja, so gesehen. Naja, praktisch gesehen könnte ich sagen, halbes Jahr. Aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, was war denn das letzte, was bestellt wurde für mich? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, entweder
Ich weiß nicht, zählt Flaschenpost? Weil das, ja, eigentlich schon, ne? Weil das bestellt man ja auch. Ja gut, dann Flaschenpost. Ja. Tatsächlich, in dem Sinne dann Flaschenpost. So, was ist das letzte, was du gegessen hast? Bratkartoffeln, gestern. Nee, wobei, das letzte zählt ja dann, du gesehen, heute auch, ne? Wegen Frühstück, ja, Frühstück halt, ne? Schokomüsli, beste Leben, denk. Wie war das letzte Konzert, auf dem du warst? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, auf welchem Konzert ich zuletzt war. Ich glaube, das letzte richtige Konzert, wo ich war, war, glaube ich, das. Ja, war das Kapi-Konzert vor 4 Jahren, glaube ich. 2019, die Gucci-Tour, Gucci-Land-Tour. War geil, aber 4 Jahre her. Ich wollte ja eigentlich nach Hamburg zu Neffex, tatsächlich. Die sind ja im September in Hamburg. Na, Moment, die waren schon in Hamburg. Ich musste actually ganz kurz nachgucken. Aber die waren schon in Hamburg. 14.09. waren sie in Hamburg. Leider konnte ich nicht dahin, aber ja, Alter, wie viele Fragen sind denn das? Hilfe. Wie ist dein Style heute? Ganz chillig, Jogginghose. Jogginghose und T-Shirt, ey. So ein Ding ist das. Wie lief dein Tag heute? Ja, soweit ganz gut. Ich habe viel zu lange geschlafen. Also, was heißt viel zu lange? Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Eigentlich eine ganz respektable Zeit, wenn ich überlege, wann ich mich hingelegt habe. Ich glaube, ich habe mich um 11:45 gestern Abend hingelegt. Also, aber auch nur, weil ich noch ein bisschen Musik gehört habe. Ich konnte irgendwie noch nicht pennen. Deswegen, gut, ich bin gerade mal 2 Stunden wach. Soweit gut. Kennst du einen Song, der perfekt. Was? Kennst du einen Song, der perfekt das Gefühl beschreibt, wenn einem das Herz gebrochen wird. Ui, ich will dem Bruder jetzt hier keine Liste aufschreiben. Aber was mir persönlich geholfen hat, war Neffex. Also ich habe sehr viel Neffex gehört. Und Reportagen ganz viel zu der Zeit. Aber auch jetzt noch. Neffex generell. Ihr wisst ja, ich mache diese Speed-Ups und so. Auch. Ich habe auch die Nightcore-Dinger gemacht, aber die sind ein bisschen leise geworden, warum auch immer. Wo ich die nochmal verstärkt habe von der Lautstärke her, wo ich die nochmal hochgeschraubt habe in Outer City, sind die trotzdem leise wie nichts. Ja. Aber okay. Ja, aber so insgesamt Songs. Ich muss ganz kurz gucken, wo mein Explorer aufgeht, deswegen nicht wundern. Ah, okay, geht eh auf dem richtigen auf. Ich könnte halt jetzt viele Songs da reinschreiben, aber ich würde sonst. Wenn ich überlege, ich habe auch viel Rammstein, wobei Rammstein höre ich noch gar nicht so lange. Aber so San Diego und sowas höre ich sehr viel zu solcher Zeit oder generell einfach so. Ich höre halt alles so durch und querbeet. Ich kann jetzt nichts genau sagen. Aber was mir, also welchem Song ich persönlich sehr, sehr oft gehört habe, ist von Neffex. Jetzt muss ich gucken, der heißt, weil ich glaube, ich habe den gar nicht mehr. Welcher mir persönlich sehr geholfen hat, war Fightback. Also tatsächlich für mich war es Neffex Fightback. Aber ich wüsste jetzt keinen Song, der das jetzt gut beschreiben kann. Ich habe auch viel Mezzen gehört. Ich weiß nicht, Mezz End. Vielleicht kennt ihr noch das Lied von meinem damaligen Intro. Dieses, was ich da drin hatte früher. Mit diesem dieses Schwarz-Weiß-Intro. Mit diesem Wald im Hintergrund. Das Lied habe ich oft gehört. Habe ich sie wiedergefunden. Also, oh, geiles Lied, aber ich
wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht unbedingt. Was das beschreibt. Ich könnte alles querfeld ein und querbeet gehört. Deine Reaktion, wenn die Liebe deines Lebens vor deinen Augen dumm angemacht wird. Eine Tocker, der Mager liegt. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. So. Ist noch nie vorgekommen, weil, ja, keine Ahnung, Digga. Ich, keine Ahnung, wie ich da reagieren soll. Hä? Wahrscheinlich so wie jeder Junge reagiert. Wahrscheinlich in dem Typen, der die Person dumm anmacht, komplett auseinander. Wahrscheinlich, hä? Aber, ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu antworten soll. Deswegen, ich habe gesagt, keine Ahnung. Weil an dem Punkt im Leben bin ich noch nicht gewesen. So. Deine Pläne für die nächsten Tage. Ich habe keine Pläne, Digga. Ich mache einfach. Ich plane nichts. Ich mache mir nie einen Tagesplan. Ich mache einfach. Wenn ich weiß, dass ich irgendwas machen muss, dann oder machen will, dann mache ich einfach. Wenn ich weiß, dass ich irgendwas machen muss, dann mache ich es einfach. Wenn ich weiß, dass ich was machen will, was ich schon länger machen will, mache ich das einfach. Fertig. So, ich plan meine Tage nicht so. Ich plane die nie. Stehe auf. Ja, und dann lasse ich einfach auch auf mich zukommen, was am Tag halt passiert. Ne? So, ich plane mir meine Tage nicht. So, weil meine Tagesabläufe sind nie anders so eigentlich, ne? Aber ja, mal gucken, ne? Deswegen schreibe ich jetzt einfach mal keine. Jemand, an den du zurzeit oft nachdenkst. Ach so, an wen man oft denkt. Kein. Also, was? Kein. Und warte, ich schreibe. Oh, das ist besser. Versteht. Was kann man Mädchen schenken? Bruder, kann ich sagen, Blumen, Digga. Blumen kommen meistens immer gut. Es kommt halt auch so ein bisschen auf die Situation an. Bruder, ich hab keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach bei Blumen bleiben. Das letzte Mal, was du... Achso, das letzte Mal, dass du krank warst. Pff. Weiß gar nicht, wann war ich denn das... Ich weiß nicht, ob das unter krank zählt. Ich konnte halt nicht laufen, weil ich einen angeschwollenen Fuß hatte, zweimal. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter krank zählt. Wenn nicht, dann im Juli tatsächlich. Oder im Juli. Juli war ich, glaube ich, das letzte Mal so richtig. Eine Sache, die dich heute zum Lächeln gebracht hat, noch nichts. Ja, perfekt. No, nichts. Perfekt. Was hast du gestern gemacht? Gestern war eigentlich relativ entspannt. Ja, gestern war eigentlich ganz entspannt. Ja. Ja, gestern war relativ entspannter Tag. Und gestern war relativ chillig. Wo bist du so schön? Ey, ich hab keine Ahnung. Findest du Piercings? Ist nicht meins, aber wenn man will, dann will man's, ne? Aber ja, ist okay. Ist nicht meins, aber ist okay. Wem vertraust du blind? Ey! Karin, du weißt Bescheid. meinem Kumpel tatsächlich. Ja.
Ja, den Typen vertraue ich alles an, Alter. Würdest du deine Nase operieren lassen? Nein. Brauche ich gar nicht drüber anfangen. Achso, was ist deiner Meinung nach? Was ist deine Meinung zu der Aussage, dass Autos Männersache sind? Ja, es konnte. Ja, wie soll ich sagen? So, ich weiß nicht so. Also klar, es gibt auch viele Frauen, die Autos gut tunen können, aber ich glaube, bei sowas auch sind Männer mehr erfahren. Ich weiß es nicht. Ey, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder so, ne? Ich habe da gar keinen Bock drauf, jetzt irgendwas Falsches zu sagen. Aber ja, jeder hat da seine eigene Meinung zu und ich habe da ganz ehrlich keine zu, so, weil Auto ist Auto, so, ne? Scheißegal, wer es fährt, Mann. So, Hauptsache du kommst von A nach B. So, ne? Von daher, wen juckt's, Alter? Ganz ehrlich, deswegen, ich habe da keine Meinung zu. Guck mal, ihr habt besten Content heute. Ihr kriegt sogar noch Tastatur aus dem Erde, ja. Was wollt ihr mehr? Beantwortest du alle Tales? Ja, tatsächlich, ja. Ja, und lade es auf YouTube hoch. Natürlich, weil muss, Bruder. Was sind die Vorteile, das älteste Geschwisterkind zu sein? Keine Ahnung, ich bin Einzelkind. Bin Einzelking, okay. Bin Einzelking, ja, Mann. Oha! Ich aktualisiere lieber nochmal. Okay. Oh, wie alt bist du? 17. Tatsächlich, ich bin 17. Lass mich raten, da. Okay, nee. Weiß nicht, dunkelblond ist das, glaube ich, was ich habe. Ich meine, es ist dunkelblond, ich habe keine Ahnung. Worauf hast du im Moment. Worauf hast du keine Lust im Moment? Keine Ahnung, Alter. Also es gibt nichts, worauf ich keine Lust habe, aber es gibt auch. Wie alt warst du da? Keine Ahnung. Warst du schon immer dunkelblond? Ja. Na, ja, wobei, ja doch, eigentlich ja. Eigentlich ja. Hast du als Kind Nintendo DS gespielt? Ja, sogar ein 3DS, Alter. Junge, das Ding war King früher. Ey. Ey, Digga, ich find's so schade, dass der nicht mehr geht, ey. Boah, Digga. 3DS früher war King, Digga. Wurde etwas. Was? Wurde jemand etwa in deinem Körper operativ entfernt? Nein. Nur verschoben wieder. Tatsächlich. Was machst du, wenn's regnet? Zu Hause bleiben, hä? Ganz easy, Digga. Wenn es regnet, Digga, dann chill ich einfach. So. What the fuck? Echt, Hammer. Wo am Körper wurdest du operiert? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, die Stelle. Ich glaube am Bauch oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ne? Ich glaube am Bauch. Glaube am Bauch, weiß es aber nicht mehr.
Ah, der kommt dann down. Weiß es aber nicht. Ja, so. Ihr kriegt hier Feinde. Was dann? Bruder, was weiß ich? Worauf will der hinaus? Ach so. Ob so Ding hier, Brusthaare und sowas, ob die auch dunkelblond sind. Nein, die sind schwarz, lo. Ja, Digga, ich kann nicht mal mehr schreiben, Alter. Oh mein Gott, Digga. Reicht, danke. So, Ranners. Bin schon bei 20 Minuten. Reicht jetzt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu Telonym und der Pre-Save-Link von Takumi, Shogun und Akaya Distanz. Kommt am Freitag raus. Gönnt euch das Ding dann auf jeden Fall. Gönnt euch auch dann gerne meine Reaction dazu. Hau ich auch am Freitag online. Wenn ich sie dann aufnehme. Kommt ja erst Freitag das Lied. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. His heart is cold. His lungs are blown.